Wir sind hier in der Hafenstadt bei Pokepark V2, die Dimension der Wünsche. Ein Sidequest gäbe es, wir müssen auf das Dach hier hoch. Und dann einen Drehmotor für ihr Fotoapparat holen. Aber wie kommen wir auf das Dach? Keine Ahnung, da müssen wir noch irgendwie einen Weg finden. Wir schauen uns die Hafenstadt auch gerade erst an, sind ja neu hier. In der Story geht's hier auch weiter. Ah, das sieht ganz gut aus. Ja, hier kommt man hoch. Allerdings frage ich mich, warum ist das Vieh so dumm und holt es sich nicht selbst? Ich meine, sie weiß, wo es ist, ja. Und sie kann schweben. Ja, das auch noch. Und holt sich's nicht. Stattdessen müssen wir es machen. Oh, was macht denn das Kitty da? Naja, so ist das nun mal im Spiel, nehme ich an. Ja, das stimmt. So, da ist es ja. Drehmotoren. Werf's einfach runter. Ja, am Ende sagt sie es, ja, hab schon selbst gefunden. Ja. Verarschen lasse ich mich nicht. So, da ist noch so eine Feder irgendwie. Und dann sprechen wir mal mit dem da. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Ich kenne ihn natürlich, aber ich weiß Mushara. Nicht, wie er heißt. Sombrora. Ach so, Mushara, das war japanisch. Genau. Traumreisen. Erzähl mal was über Traumreisen. Meine Träume ermöglichen es mir, den Wunschpark zu besuchen. Viele anderen Pokémon halten den Wunschpark für ein Ammenmärchen. Aber ich habe ihn schon unzählige Male in meinen Träumen besucht. Ich bin gerne dazu bereit, das Wissen, das ich bei meinen Aufenthalten dort erworben habe, mit dir zu teilen. Worüber möchtest du etwas wissen? Ach, als Maul. Ja, super. An meinen Traumreisen war ich auch schon in Zootopia. Direkt Freunde geworden. Lol. Naja, jeder kriegt eine Freundschaftsanfrage. Stimmt. Ach, Moment mal, rauchen die? Sieht so aus, als würden die rauchen. Das ist ja geil. Ah, knapp daneben. Hier, ich hab deinen Drehmotor. Voll der Wahnsinnige. Warum bin ich nur so ein Pechvogel? Ich klage dir schon wieder mein Leid, obwohl ich es gerade vor 5 Minuten getan habe, weil ich einfach ein Opfer bin und mich gern bei anderen ausheule. Ich bin so schlecht. Oh, was sehen da meine müden Äuglein? Das ist doch ein Drehmotor, oder? Und du bist bereit, ihn an mich abzutreten? Boah, das ist nett von dir. Vielen lieben Dank, BG. Friends. Oh, wo wir gerade dabei sind. Weißt du eigentlich, wie man Fotos schießt? Schau ich aus wie der letzte Vollidiot. Um ein Foto zu schießen, musst du Minus drücken. Du kannst dich zwischen 2 Aufnahmemöglichkeiten entscheiden. Entweder du erstellst eine Aufnahme des aktuellen Spielgeschehens, indem du Minus drückst, oder du zeigst mit der Wii-Fernbedienung auf den Schirm und drückst B, um die 360-Grad-Ansicht zu aktivieren, um dann mit Minus ein Foto zu schießen. Wenn du ein interessantes Motiv entdeckt hast, lohnt es sich immer, zur Kamera zu greifen. Wir können ja mit Kati ein paar Bilder schießen. Schau unbedingt wieder vorbei, wenn du ein paar Fotos geschossen hast. Sieh dir in Traunvogels Fotostudio deine Fotos an oder kopiere sie auf eine SD-Card. In den Speicher der Wii-Konsole passen bis zu 72 Fotos, aber die Wii bittet dich, diesen Speicher nicht zu verschwenden mit so einem Scheißdreck. Oh mein Gott. Ja, Rockermine sollten wir aufsuchen und da ist es. Hallo. Oder gar nicht. Ha, wenn das mal nicht Otaro und sein gelber Spezi sind. Ihr seid also wieder aus dem Wunschpark zurück, was? Was? Was sagt ihr da? Ich soll euch beibringen, wie man das Plakatportal öffnet? In euren Träumen vielleicht? Niemals. Zu dumm, aber ich habe keine Ahnung. Was dieses Salatportal, von dem ihr da redet, überhaupt ist. Einen Augenblick, Kanuviel. Dem entschlossenen Blick dieser beiden lese ich ab, dass sie sich nicht so einfach geschlagen geben werden. Um die wieder loszuwerden, müssen wir mit harten Bandagen kämpfen. Also, zeigt doch, was ihr könnt, wir werden euch töten. Wenn ihr gewinnt, verraten wir euch alles, was wir wissen. Abgemacht, falls nicht, sterbt ihr. Gut, dann kann's losgehen.
Halt, warte, Pikachu. Ich bin ein Schisser. Mit Elektroattacken kommst du bei diesen Countern nicht weit. Meine Aquaknarre würdest du aber bestimmt absolut zerfetzen. Oder willst du sie dir lieber persönlich vorknöpfen? Na, ich weiß jetzt nicht, wie sehr effektiv Attacken sich auswirken. Wir haben ja immerhin den Eisenschweif verbessert. Naja. Na gut, nehmen wir halt dich. Gute Wahl. Wenn du mit meiner Aquaknarre, gegen sie antrete, gehen diese Kerle im 0, nichts baden. Die verschiedenen Pokémon-Typen beeinflussen, wie viel Schaden eine Attacke beim Gegner anrichtet. Ein Beispiel. Rockermine nimmt durch Elektroattacken keinen Schaden, doch dafür ist er besonders anfällig für Attacken vom Typ Wasser. Genauere Informationen zu den Typen, Vor- und Nachteilen einzelner Pokémon findest du in den jeweiligen Einträgen im Poképark-Album. Allerdings solltest du nach über 12 Jahren wissen, wie das funktioniert. Es ist ja ein Spiel für die Nulljährigen, das heißt, ja, du bist... Jo, dann machen wir das mal. Ja, wollt man nicht gerade kämpfen? Ja, du wolltest zum Ding wechseln. Ja, gut, aber... Ja, warte, dann hole ich noch schnell die Dinger. Truhen! Ich hoffe, er geht so ab, wie er in seinem ersten Kampf abgegangen ist. Kuscheldecken. Ay, Fresse, was finden wir eigentlich alles für einen Scheiß, Mann? So, komm. Next. Also, du sagtest im Pokepark V1 gab es nicht diesen Typ Vor- und Nachteil. Hier scheinbar schon, ne? Zumindest nicht so direkt, ne. Okay. Wenn ihr gewinnt. Ja, also das ist, ja, also ich kann mich zumindest nicht dran erinnern, dass da explizit groß gewesen wäre. Das kann man, glaube ich, neu. Besiege Walkaber. Ja, der Garneville ist hinter mir, oder was? Kämpft er mit oder schaut er nur zu? Der beißt gleich einen Schwanz ab. Bin mir nicht sicher, was der macht. Nimm das, Arschloch. Yeah, wow! Mehr als die Hälfte, der macht den richtig platt, Alter. Take that! Und? Komm her. Tschüss! Überhaupt keine Chance, Mann. Stimmt ja, die Kalkklinge ist ja auch eine Wasserattacke, ne? Oder? Ah, ich hab keine Ahnung. Ja. Doch, das ist eine Wasserattacke. Ist sehr effektiv, also effektiver als Aquaknarre. Du hast mich besiegt! Das ist so stark, das sieht man dir nicht an! Stimmt. Na gut. Da muss ich wohl oder übel mit der Sprache rausdrücken. Nein, tu das nicht, Boss! Wenn du ihm das Geheimnis verrätst, dann wird er uns umbringen! Naja, und wir kriegen jetzt so eine Belohnung. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind es schlechte Verlierer. Also gut, jetzt spitz mal schön die Öhrchen, Jungs. So eine Göre namens Molly Morba. Die ist so eine Schlampe, die ist auch echt geil im Bett. Hat es damit beauftragt, alle Pokémon des Hafenbezirks in den Wunschpark zu bringen. Hätten wir gewusst, dass man sie dort gefangen halten würde, ja, hätten wir den Job nicht für alle Bären der Welt angenommen. Um das Plakatportal zu öffnen, müsst ihr euch direkt davor stellen und versuchen, es mit eurer Willenskraft zu öffnen. Je mehr Pokémon euch dabei helfen, desto leichter geht es. Ich hoffe, ihr habt genügend Freunde. Scheiße, okay. Jetzt ist es doch, wenn ich hier so einen Friends hat. Mann, ich hab's geahnt. Ihr an, wer Freunde kommt, wollt ihr wissen? Einfach in Facebook jedem eine Anfrage schicken und auf den Lacker hoffen. Richtig, genau. Tut mir leid, aber auf dumme Fragen antworte ich nicht. Wow. Ich werde nämlich Freund vor Sabo. Es gibt viele Wege, um mit anderen Pokémon Freundschaft zu schließen. Da gäbe es Friend for Sub, aber davon raten wir ab. Spiel mit ihnen fangen, kämpfe mit ihnen oder sprich sie einfach an und auf keinen Fall Sub for Sub betreiben. Dass eins klar ist, unser Kampf war vorher nur eine Übung. Schaffst du es trotzdem nochmal gegen uns zu gewinnen? Ja, dann kriegst du eine Freundschaftsanfrage von mir. Und du kriegst meine Sonnenbrille, hä? Das nächste Mal kämpfen wir am Gezeitenufer. Ich werde dauernd auf dich warten. Also lass dir nicht zu viel Zeit. Bis dann. Okay. Friends for life. Friends! Ja. Trotzdem verstehe ich das jetzt nicht ganz. Wir sollen Freunde suchen, um dieses Portal öffnen zu können. Aber wo ist es, bitte? Das Portal ist am Sandstrand wieder. Ach, ist es das gleiche nochmal? Ja. Ja, und dann muss ich jetzt wieder zurücklaufen, oder was? Jo, weit. Aber davor solltest du noch ein paar Freundesanfragen verschicken. Ja, vielleicht habe ich halt genug Freunde. Das weiß man halt nicht. Oh! Oh, ist das eine böse Bäre?
Ja, solltest du vielleicht nicht aufheben, ich weiß es nicht. Ist der blöd? Boah! Da ab geht's! Keine Erziehung. Ja, aber echt. Das ist ja wieder so ein blöder Ball. Scheint wohl wieder jemand zu suchen. Vielleicht haben sie ihn wieder verloren. Ach so, der spielt mit dem Teil da. Was für ein Gestank. Ja, Pech gehabt, Junge. Oh, jetzt freut er sich. Vielleicht sucht er den Ball. Tschüss. Ich war eigentlich mit Grillmark und Sodamark verabredet. Aber bisher fehlt von ihnen jede Spur. Vielleicht haben sie sich ja irgendwo versteckt, um mich zu erschrecken. Naja. Ist der süchtig. Ja, was können wir jetzt tun? Wir können höchstens noch mit der dritten Entwicklung, Rabigator, genau so heißt es, ja, sprechen und hoffen, das ist unser Kevul im Exil. Dass es da irgendwie weitergeht. Oder wir seine Freundschaft irgendwie kriegen oder so. Ich glaube nicht, dass man mit Kroko Freundschaft schließen kann. Zumindest wenn er noch so geistesgestört ist wie früher. Ja, uns muss er doch erkennen. Aber ich glaube, der soll nur den neuen Bereich hier abchecken, dass wir da nicht lang dürfen. Das Tor in der Mitte führt in den Flora-Abbezirk. Das rechte in den Feldbezirk und das linke in den Rausbezirk. Aber wenn ich eins der Tore für euch öffnen soll, müsst ihr schon einen guten Grund dafür haben, sonst gibt's das Maulmann. Ja, okay, er ist immer noch so geistesgestört wie früher. Ja, dammit. Vor allem scheint er den ganzen Reichtum durch Pokémon White schon versoffen zu haben, weil er muss jetzt scheinbar jeden 5-Euro-Job annehmen, den er kriegt. Ja. Muss als Türsteher arbeiten. Oh, und nicht mal eine Tür ist. Da ist eine Truhe. Und ein Krebskorps. 3. Krebskorps. Ahoi. Ganz schön gewagt von dir, ohne Erlaubnis unser Revier zu betreten. Aber hallo, ganz schön gewagt. Und das ist nicht als Kompliment gemeint. Wenn du hier durch willst, musst du zuerst unsere Prüfung bestehen. Aber hallo, traust du dich? Klar, Alter. Ja, müssen wir wohl. Ich erkläre dir kurz die Regeln. Die Prüfung gilt als bestanden, wenn es dir gelingt, dich von hier bis zu der Schatztruhe vorzukämpfen. Okay. Du. Genau. Das war aber noch nicht alles. Hast du das erste Mal geschafft, wartet eine weitere Prüfung auf dich. Jetzt kennst du den groben Ablauf. Auf dem Weg zur Schatztruhe wirst du es übrigens mit dem gesamten Krebskorps zu tun bekommen. Sag nachher bloß nicht, wir hätten dich nicht gewarnt. Aber hallo, sag das bloß nicht. Ich glaube, das ist ein 2 für den Donnerblitz. Ja, wahrscheinlich. Oh, 20-6, ein bisschen beeilen. Okay. Also bis jetzt hält mich nicht wirklich was auf. Okay, das ist Zielsuch. Verdammt! Schießen rote Panzer auf mich! Nein! Nein! Das war ein Stachipanzer. Komm schon, lauf, Junge! Damn, okay. Wenn mich der nicht getroffen hätte. Ihr Arschlöcher! Geh's doch nicht so einfach, Mann. Ja, nochmal tryen, komm. Lass mich nochmal ran da. Ah, du Kackbuhn! Du kannst gar nichts! Richtig. Ja, nee, Junge, ich will nochmal. Oh, das ist jetzt nicht. Bitte nicht nochmal das ganze Gelaber, sonst kriege ich einen Freakout hier. Ist im Ernst? Oh Mann. What the fuck? Story-Schreiber, die keine Hobbys haben. Also so kann man auch ein Spiel enorm in die Länge ziehen, beziehungsweise Kinder frustrieren lassen. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie die Mütter ausrasten, wenn die Kinder dastehen. Halt jetzt Maul, ihr Scheiß! Alter, wie scheiße, Mann. Ja, weiterer Grund, das jetzt sofort zu schaffen. Ja. Los, lauf. Jetzt nach rechts. Piss dich, du Arschloch. Nein, nein. Okay, nein. Gut. Okay. Ja, komm zu dritt, Mann. Das ist ja wie, wenn man auf einen Robben geht. Mann. Ja, okay. Das ist gut. I like it. Bravo. So, da will ich jetzt aber was Gescheites drin haben. God damn it! Du hast es wirklich bis zum Ziel geschafft! Aber jetzt geht's ums Ganze! Los, lass uns kämpfen, Arschloch! Gib alles, Chef! Oh, sie wollen wohl noch nicht so. Na gut, ja, sind Wasser-Pokémon, kriegen Donnerblitz ab. Warte erstmal. Den hier! Und dann. Aua! Spast. Wow! So nicht, sondern so! Schon halb tot. Und nochmal den da. Nice! Mich auch getroffen. Wieder tot. Der letzte. Ah!
Einen hohen Angriff hat der Typ, ja. Du hast ganz schön drauf gehauen, ey. Die Prüfung ist dann bestanden. Jetzt kannst du durch. Komm, nimm. Aber hallo, jetzt kannst du durch. Schwer. Und Friends war natürlich auch. Hat sich also schon mal gelohnt fürs Portal. Ja, dann öffnen wir mal. Sind 100 Bären, das ist gut. Damit können wir eigentlich direkt nochmal einen unserer Attacken verbessern. Sollen wir den Donnerblitz verbessern? Was meinst du? Ja, würde ich schon sagen. Also, man hat ja gesehen, wie wichtig das ist. Ja. Auch wenn, da muss ich Heizung bestimmt wieder hinstellen und dann irgendwie so eine Stoffpuppe hinstellen und meinen, boah, töt's. Und dann triffst du es halt. Und der sagt ja, ja, gut gemacht. Ja, also dass er nicht wirklich Skill hat, das ist bekannt. So, da ist er hat eine Kuscheldecke. Okay. Wundervoll, was ist das? Wenn unter den anderen Pokémon dicke Luft herrscht, kannst du 100 Bären in diesen Kasten ablegen. Willst du ja, nee, so gar nicht. Was zum Henker? Keine Ahnung, was das für ein Scheiß ist. Auf jeden Fall lame. Ja, Geld für die Streitschlicht, oder wie? Ja, die nutzt eh schon kein Mensch. So. Und da ist eine Feder, an die ich nicht rankomme. Schade. Okay, Guys. Dann werden wir im nächsten Part eine Attacke verbessern und zum Portal zurückkehren. Und wir hoffen, dass wir genug Freunde haben. Wenn ihr unsere Freunde seid, dann gebt dem Part und dem Spiel und uns einen Daumen hoch. Ansonsten mögen wir euch nicht. Ja, und verschickt alle ganz viele Freundschaftsanfragen. Ja, Facebook ist im Kanal rechts. Also bis dann. Ciao. Ciao.